alle zusammen. Heute machen wir Waffeleis. Und dafür verwenden wir Schlagsahne mit 35% Fett. Wir werden hier 500 ml Schlagsahne verwenden. Und dann habe ich hier schon vorbereitet, das ist Milchmädchen, aber schon vorgekocht. Und hier sind 400 Gramm Milchmädchen. So, zuerst öffnen wir das gekochte Milchmädchen und tun das Ganze in den Behälter rein, damit wir das alles schön aufmischen. Die Zutaten müssen auf jeden Fall gekühlt sein, das heißt aus dem Kühlschrank. So, das Ganze mischen wir etwas auf, damit das schön cremig ist. Wir füllen die Schlagsahne in einen anderen Behälter rein. Dann haben wir hier noch 8 Gramm Vanillezucker. Das können wir auf jeden Fall mitmischen. Schmeckt viel besser. Und das Ganze mischen wir jetzt für 3-4 Minuten auf. So, die fertige Schlagsahne mischen wir jetzt mit dem Milchmädchen. So, und das Ganze mischen wir für ungefähr eine Minute. So, dann brauchen wir solche Waffeln. In dem Fall haben wir eine Viereckform Waffel. Nun tun wir die ganze Masse hier auf die Waffel drauf. So, jetzt kommt die zweite Waffel oben drauf. Pressen wir das ein bisschen. Wir pressen die Waffel etwas, damit die Füllung am Rand hier ein bisschen rauskommt, und dann streichen wir das alles gerade und glatt. So sieht das Ganze aus, und das Ganze kommt für 3 Stunden in die Tiefkühltruhe. So, es ist schön eingefroren, dann können wir das jetzt schön aufschneiden. So, dann probieren wir mal das Eis. Lecker. Mm-hmm.